Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zum zweiten Video heute, Freunde. Ich habe ja schon eins hochgeladen heute. Aber ja, da ist im Moment, ich habe mir überlegt, ich hau jetzt spontan noch ein Video raus. Da ist im Moment auf YouTube, ist ja wieder Halligalli, kann man sagen. Der eine oder andere hat das wahrscheinlich gerade mitbekommen und das brennt mir so ein bisschen auf der Seele. Da muss ich einfach was zu sagen. Und zwar ist es ja so, dass die ganzen großen YouTubers im Moment am Rumheulen sind, wer das nicht mitbekommen hat. Also ich mache das einfach so Freestyle-mäßig jetzt hier. Also das ist ja so, unter anderem bin auch ich betroffen, aber da mache ich gar keinen Hehl von. Und zwar, YouTube ist nun so, dass man nun nicht mehr alles, YouTube will nun nicht mehr alle Videos monetarisieren. Unter anderem sind das zum Beispiel, Ballerspiele fällt runter wie Counter-Strike und sowas, wo die Werbepartner auch sagen, nee, da haben wir nun keine Lust mehr drauf, dass unsere Projekte, mit sowas in Verbindung gebracht, Produkte, ne, unsere Produkte, dass das mit sowas in Verbindung gebracht wird, ne, mit Counter-Strike zum Beispiel. Und dementsprechend wurden dabei vielen die Monetarisierung der Videos, sprich die Werbung, die immer vor den Videos läuft, deaktiviert, sofern man denn keinen Adblocker benutzt, ihr kleinen Ganoven, ich kenne euch doch. Nee, das ist eine andere Sache. So, und jetzt ist das halt so, dass viele YouTuber gerade lauthals da am Rumjaulen sind und ihre Videos machen, von wegen, oh, nun verdiene ich mit YouTube nichts mehr, ich verarme und ich kann hier bald mein Zelt unter der Brücke aufschlagen, ne, so in dem Stil. Und ja, da muss ich einfach ganz ehrlich mit dem Kopf schütteln, weil das einfach nicht so ist vorne. Ne? Da wird dem Zuschauer ein völlig falsches Bild vermittelt bei den großen YouTubers. Ich kann euch das so ehrlich sagen, da sind die Klicks von YouTube selber, was man mit der Werbung verdient, das hat eigentlich, da hat die gar nicht großartig zu interessieren vorne. Das macht vielleicht 2% von den monatlichen Einnahmen aus. Was meint ihr, was die all verdienen mit ihren Produktplatzierungen und alles? Ne? Ihr kennt das. Und ja, da wird den Zuschauer dann so vermittelt von wegen Weltuntergang. Ich verdiene nun kein Geld mehr, nun kann ich mich mal arbeitslos melden. Und das finde ich ist einfach eine Sauerei. Aber ich sag mal so, Sachen transparent zu halten auf YouTube, das war ja noch nie so die Stärke von den meisten YouTubers. Und ja, ganz ehrlich, was soll das, Freunde? Da muss ich mir einfach eben von der Seele reden. Ich sag das ja auch immer transparent. Wenn jemand sich was bestellt bei Amazon über meinen Link oder bei MMOGA oder was, ne, da kriege ich ja ein paar Euro von ab. Im Endeffekt wollen wir ja alle gucken, dass wir ein bisschen was auf dem Brötchen haben, das ist klar. Das ist ja auch kein Verbrechen, ne, am Ende des Tages. Aber das nach außen hin so zu präsentieren, von wegen, ich verdiene ja jetzt hier nichts mehr, das ist ein Witz, Freunde. Wenn jetzt jemand tatsächlich nur, wirklich nur auf die YouTube-Einnahmen angewiesen wäre, dann wäre das was anderes. Aber zeig mir mal dem einen YouTuber, der nur Geld mit Klicks verdient. Ja, da zeig mir mal dem einen. Da könnt ihr mal lange suchen, ne? Ja, ich will auch jetzt hier gar keine Namen nennen und irgendwie Streitereien verursachen. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ich wollte das einfach nur ihm sagen, Freunde. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber ich finde, das ist einfach falsch. So ein falsches Bild zu in die Öffentlichkeit zu tragen. Von wegen, ja, nun kann ich mal sehen, wie ich hier, ne, noch ein paar Euro zusammenkratzt, dass ich meine Miete bezahlen kann. Das ist, nee, kann ich nicht verstehen, dass man das so. Und einige YouTubers, die machen das auch wirklich so, dass die jetzt so tun, von wegen, damit die quasi ihre Abonnenten noch mehr dazu bringen, dass die was über Amazon bestellen oder was. Ne? Wie gesagt, das ist ja kein Verbrechen. Aber das muss man auch transparent so sagen können. Ne? Und das machen die meisten halt nicht. Ne? Aber das ist, ja, was willst du sagen dazu? Fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, Freunde, das wollte ich euch nur eben sagen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ja, von dieser Scheinheiligkeit. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen restlichen schönen Montagabend vorne. Und ja, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Da kann die YouTube-Monetarisierung weggehen, wegbleiben, wie sie will. Hauptsache, man ist gesund und hat immer lecker was zu essen auf dem Teller, sage ich immer. Ne? So, Freunde, dann schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal und vergesst natürlich nicht, zocken ist man nicht zu alt, euer Wilhelm.